Das Prostatakarzinom ist ein sehr häufiger Tumor mit einer Inzidenz von 110 Patienten auf 100.000 Einwohner, liegt es an Stelle 1 der Tumorerkrankungen vom Mann. Jedoch liegt es nur an dritter Stelle der Todesfälle, das heißt, es ist weniger tödlich als die anderen Tumorerkrankungen beim Mann. Die Lebenszeitprävalenz liegt bei 15%. Das heißt, 15% der Männer erleiden im Laufe ihres Lebens ein Prostatakarzinom. Wenn man 80-jährige Männer untersucht, dort gab es Autopsie-Studien dazu, liegt bei 1% der Patienten ein klinisch manifester Tumor vor. Jedoch bei über 40% der Menschen lag ein Prostatakarzinom vor, was unerkannt war. Das heißt, die Dunkelziffer ist extrem hoch. Wenn man das Gleiche bei 30-jährigen Männern macht, kommt man auf eine Quote von 5% beim unerkannten Prostatakarzinom. Insgesamt muss man also sagen, das Prostatakarzinom ist ein Tumor des hohen Lebensalters mit einem mittleren Erkrankungsalter von 70 Jahren. Der Tumor ist in der Peripherzone der Prostata lokalisiert, das heißt in der äußeren Zone, wobei die benigne Hyperplasie der Prostata zumeist zentral liegt. Der Vorteil an der Peripherzone ist, wenn der Tumor dorsalseitig liegt, kann man mit der diktal-digitalen Untersuchung den Tumor manchmal auch tasten. Die Histologie ist fast immer Adenokarzinom, extremst selten etwas anderes. Die Patienten haben meist keine Symptome. Die Tumore werden zumeist entweder beim PSA-Screening erkannt oder bei der digitalen Untersuchung beim Urologen. Im Spätstadium hat man natürlich immer irgendwelche Symptome. Wenn der Tumor in die Blase infiltriert, ins Rektum infiltriert, kann es zu Blutungen, Schmerzen, allem kommen, was man sich dort unten eben vorstellen kann. Die Metastasierung vom Prostatakarzinom erfolgt lymphogen und hämatogen, wie bei den meisten Tumoren. Lymphogen sind die regionären Lymphknoten, die Beckenlymphknoten, dazu habe ich auch ein eigenes Video. Hämatogen über das Blut zeigt das Prostatakarzinom besonders osteoblastische Knochenmetastasen. Das ist das absolut häufigste an Fernmetastasen. Andere treten im Spätstadium auch auf, aber sind seltener als die Knochenmetastasen.